Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Shauna's Sweet Surprise. Heute habe ich meinen Bruder Joshua dabei. Hallo, heute machen wir für euch Apfelrosen. Viel Spaß! Rote Äpfel, Zimt und Zucker, Wasser, Aprikosenmarmelade, Saft einer Zitrone, Mandelaromen, Rosenwasser, Vanilleextrakt und Blätterteig. Zuerst werden die Äpfel ausgehöhlt. Das könnt ihr auch mit einem Messer machen. Die Äpfel halbieren und beim Apfelschneiden darauf achten, dass ihr dünne Scheiben schneidet, sodass sie später beim Einrollen nicht brechen. Zwischendurch die Apfelscheiben in das Zitronenwasser legen. So bleiben die Apfelscheiben frisch und werden nicht braun. Damit wir besser mit den Äpfeln arbeiten können, koche ich sie jetzt für 5 Minuten auf. Ihr könnt sie aber auch für 5 Minuten in die Mikrowelle tun. Die Marmelade verrühren wir mit den Aromen und etwas Wasser zum Aufdünnen. Hier habe ich jetzt einen Blätterteig, den habe ich schon in 4 gleich große Stücke geteilt und den schneiden wir jetzt einfach durch. Den Blätterteig mit der Marmeladenmischung bestreichen. Eine ordentliche Portion Zimt und Zucker über den Blätterteig streuen. Die Apfelscheiben, wie im Video gezeigt, auf den Blätterteig legen. So kriegt man später den Roseneffekt. Am Rand etwas freilassen und den restlichen Blätterteig einfach umklappen. Jetzt formen wir eine Rose, indem wir das zusammenrollen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Falls ihr es ausprobieren solltet, schickt mir gerne ein Bild über Instagram oder lasst es mich in den Kommentaren wissen, wie es geworden ist.